Ja, moin Leute, Swoogel am Start mit einer weiteren Folge zu Friday Game Night und heute gucken wir uns gemeinsam Paladins an von den Entwicklern von Smite, nämlich Hi-Rez. Das Spiel befindet sich aktuell in der Beta und ich hatte schon Ende November einen Zugang bekommen, hab's mir damals angeguckt und heute werde ich nochmal den Blick ins Spiel wagen und zwar gemeinsam mit euch. Und da starten wir unsere Runde mit einem ziemlich coolen Damage-Healer. Ich werde euch jetzt erstmal so ein paar Eindrücke verschaffen, wie das Game aussieht, wie es funktioniert und was wir machen werden. Das werden wir uns alles die ganze Ruhe angucken. Es gibt jetzt erstmal Karten, denn wir sind Level 1 und mit U kann ich die Karten aufrufen. Das sind welche, die ich jederzeit austauschen kann. Das heißt, das ist im Endeffekt eine Sache, die das Spiel ausmacht. Wir haben Fähigkeiten und mit Karten verstärken wir und wandeln wir diese Fertigkeiten ab. Und das ist eine ziemlich coole Sache und ich habe keine Ahnung, was ich als erstes gehen soll, das werden wir gleich ganz in Ruhe machen. Jetzt geht's aber erstmal zum Fighten hier in der Mitte, wir müssen nämlich ein bisschen was eskortieren. Und wie das genau funktioniert, gucken wir uns gleich an, nachdem ich jetzt erstmal ganz kurz hier um die Ecke gehe und sage, dass ich Reduce Bomb Delay, eine Sekunde. Ich habe nämlich auf der Q eine Time Bomb, die ich aktivieren kann, jetzt mache ich es einfach mal an. Und da platzen denn die Gegner. Knocked out. Habe ich 40 Punkte gerade eben bekommen. Aufgemountet. Health Pool. Beziehungsweise nochmal ganz kurz das Herz mitnehmen. Und dann geht es eigentlich weiter. Holy shit. Was ist denn hier nicht in Ordnung? Bisschen Schaden machen. Und guck mal, hier ist auf jeden Fall ein Gegner. Eieiei. Muss mich mal ganz kurz unsichtbar machen. Ansonsten habe ich nämlich ein dickes Problem. Haue meine Poison Bolts raus, um nochmal ein bisschen Giftschaden zu machen. Sterbe allerdings. Das hat er ziemlich gut gemacht, dass er da sozusagen eine Wall platziert hat, um mich davon abzuhalten, wegzukommen. Also auf der Q habe ich eine Zeitbombe, die explodiert nach kurzer Zeit. Auf der E mache ich aus meinen Angriffen sozusagen giftige Angriffe. Und auf der F kann ich mich unsichtbar machen, um dann sozusagen im besten Fall die Bombe zu legen. Und das Objective seht ihr jetzt hier gerade. Das heißt, es geht wohl, so wie es aussieht, die ganze Zeit hin und her. Der Gegner hat jetzt gerade eben sozusagen dieses Katapult. Und das muss er an unsere Basis sozusagen bringen. Und ich muss ja mal ganz kurz aufpassen, weil ich hier ein dickes Problem habe. Hier kann ich mit dem Teleporter sozusagen reingehen in meine Basis. Aufmauten und mal gucken. Ey, die müssen mit dem Katapult sozusagen bei uns an der Tür klopfen und müssen unseren Core zerstören, so wie ihr es auch von anderen Games kennt. Und ich werde jetzt mit meiner Kuh reingehen. Ja, und dann werde ich mich unsichtbar machen. Und dann werde ich hier mal ganz kurz in die Ecke gehen und wieder ein bisschen Schaden machen. Der Gegner pusht nämlich gerade richtig, richtig ordentlich durch. Hier ist noch ein Gegner, ein Feind, den müssen wir mal ganz kurz umnatzen. Dankeschön. Sehr schön. Hier nochmal ein bisschen Damage rausdrücken. Als gäbe es kein Morgen mehr. Ein bisschen eskalieren hier. Komm, rauf da, rauf da, rauf da. Der hält unglaublich viel aus, so wie ich das gerade sehe. Muss mich mal kurz unsichtbar machen. Aufmounten ganz kurz. Und dann, hier kann ich nochmal ganz kurz hoch, oder? Da müsste ich eigentlich nach oben kommen. Sehr schön. Hat man nochmal ein bisschen mehr Übersicht. Beziehungsweise einen besseren Überblick. Und wir sehen jetzt auf der Karte oben rechts da den Stern. Und da bewegt sich jetzt unser Katapult sozusagen in Richtung der gegnerischen Basis. Gibt auch hier wieder verschiedene Spielmodi und da kann ich gleich nochmal ganz kurz was zu sagen. Wir haben jetzt erstmal die nächsten Sachen, die was gehen können. Ich sage einfach mal, dass wir ein bisschen mehr Richtung Sustain gehen. Die Karten werden mir auch unten rechts nochmal angezeigt. Ziemlich wichtig, können wir auch gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Mache ich meine E ganz kurz an, um eben meine Giftbombe rauszuhauen. Mache mich unsichtbar, gehe von nach vorne, hau meine Kuh rein und dann versuche ich hier erstmal ganz kurz zurückzugehen. Da kam aber nochmal richtig guter Schaden. Das wird mich jetzt allerdings zerrupft haben. Meine Karten sind auf dem Cooldown, auch wenn ich sterbe. Das heißt, die laden sich unten rechts gerade wieder auf. Das heißt, die haben sich gerade auch alle passiv aktiviert. Also wir haben halt auch wirklich nur diese Standardfähigkeiten, die wir einsetzen. Und ganz unten rechts die Karten, die wir auf jedem oder auf den verschiedenen Leveln sozusagen aussehen, die laden sich auch komplett alleine wieder auf. Hier setze ich erstmal ganz kurz meine Kuh. 347 Schaden kann, lässt sich auf jeden Fall sehen. Ich glaube, ich werde mir gleich die Mühe machen und mal ganz kurz aufmounten und mich mal ganz kurz in Sicherheit begeben. Unsichtbar, ich bin unsichtbar und er hat wieder die War perfekt gesetzt, einfach nur. Wie sie mich gerade wegnatzen. Eieieiei. Ich habe allerdings 220 Punkte. Das heißt, wir sind eigentlich ziemlich gut mit dabei gerade. Können auch wieder gehen. Damage will no longer reveal you out of stealth. No mounting time reduced. And you gain 45% mehr Movement Speed, wenn. Beziehungsweise mehr Speed, wenn ich auf Mount bin. Das sieht doch richtig lecker aus, würde ich sagen. Wir müssen Daphne hier
Wir müssen defen. Was ist da los? Hier steht noch. Also der eine Hero, der scheint unglaublich mächtig zu sein. Sitzt einfach die ganze Zeit die Wall und kann uns komplett blocken. Aber da ist der Feind. Ja, da bist du gerade erstmal ganz schön gegen die Kisten gerannt, Mäuschen. Ich glaube, das hast du dir anders vorgestellt. So, auf Morten und der nix wie hinterher da. Ich glaube, das dürfte die... da hat sich gerade weggeportet, wo auch immer sie hingegangen ist. Einfach auf Mount und hinterher da. Wir müssen jetzt wieder eskortieren und wir müssen jetzt mal ein bisschen rauspushen hier. Unsichtbar machen. Ich muss hier weg. Muss hier auf jeden Fall weg. Auf Mount und dann regge ich auch gleich wieder meine Lebenspunkte, die sich hier unten links befinden. Unglaublich schnell auch das Game, wenn ich das jetzt hier gerade mal so sehe. Mein lieber Scholli. Kuma platzieren. Macht doch mal ein bisschen Schaden. Meine Range, meine Attack-Range, die ist auch sehr begrenzt. Komm, weg. Will jetzt nicht nochmal angegriffen werden, beziehungsweise nicht nochmal umgenutzt werden. Das heißt, ich versuche da so schnell wie möglich wieder ranzugehen. Hab meine Crew auch jetzt wieder ready, um sie auch einzusetzen. Eieiei, ich hoffe, dass ich da nochmal was mitholen kann. Hab nochmal guten Schaden gemacht. Das heißt, sie sind auf jeden Fall ein bisschen angehittet, ein bisschen geschwächt sozusagen, während sie jetzt gerade unser Katapult verteidigen. Wir sehen übrigens die Lebenspunkte da oben. Und wir müssen zwei Gates durchbrechen und dann steht eigentlich nur noch der Chor uns im Weg. Aber irgendwie haben wir jetzt gerade mal so das erste Gate zerstört, während die Gegner sozusagen schon ziemlich gut mit dabei sind. Schauen wir mal, was hier so mit am Start ist. Also das Spiel befindet sich aktuell noch in der Beta und ihr könnt, ich glaube, 8 Heroes gibt es derzeit und die haben natürlich alle verschiedene Fähigkeiten, wurden auch oder versucht, und der Entwickler versucht, diese natürlich auch die ganze Zeit schön zu balancen. Und einige Leute vergleichen dieses Game eben mit einem, mit einem Overwatch. Und dem kann ich ehrlich gesagt nicht so zustimmen. Also das Spiel ist halt nochmal ein sehr eigenes. Man wird sehen, wie krass viele Games Richtung MOBA, Ego-Shooter, Third-Person-Modi dieses Jahr kommen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch einige coole dabei sein werden. Und eigentlich spricht erstmal auf den ersten Blick nicht allzu viel dagegen, dass auch dieses Game hier dann ein ganz gutes wird. Die Grafik ist eine... Da muss man echt mal drüber gesprochen haben. Die ist jetzt nicht die beste auf jeden Fall. Aber das Spiel befindet sich aber noch in der Entwicklung. Und als ich das erste Mal gezockt habe, Leute, da sah es noch schlechter aus. Und da haben sie schon einiges sowieso schon gepatcht. Das heißt, hier wurde schon einiges neu gemacht. Beziehungsweise auch vom Balancing her. Und es gibt neue Karten, die alle ziemlich cool sind. Da zeige ich euch auch nach dieser Runde sozusagen ein bisschen was. Und ich weiß nicht, ich glaube, diesen Clash gewinne ich hier gegen diesen komischen Feuerspeienden irgendwas Helden, glaube ich nicht. Habe jetzt aber noch mal ganz kurz Zeit zu skillen. Wenn ich aus meinem Stealth-Mode rauskomme, mache ich mehr Schaden und habe mehr Movement-Speed. Klingt auf jeden Fall erstmal nach einem riesenguten Plan. Und wir müssen auf jeden Fall erstmal deren Gate zerstören. Die sind nämlich weit vorne. Und da müssen wir jetzt ein bisschen rauspushen. Ich weiß immer noch nicht, was dieser Schädel über meinem Kopf bedeutet. Ich sage jetzt einfach mal, ich kann jetzt rasieren deswegen. Ich glaube, es ist eher was Negatives, aber es ist auch egal. Der hat auf jeden Fall guten Schaden gefressen. Hat auch mein... Ja, Mäuschen. Ist jetzt zum Deffen oder was? Komm, dich kriegen wir. Jawohl, sehr gut. Unsichtbar machen. Und der springt schon wieder weg. Ja, ich glaube, den hättest du dir auch sparen können, glaube ich. Der hat dir, glaube ich, nicht allzu viel gebracht. Außer vielleicht ein bisschen Zeit für dein Team. Aber machen wir uns mal auf den Weg. Wir müssen unbedingt das Gate zerstören. Aber so wie es aussieht, scheint der Gegner das gerade mega gut zu defenden. Wir können übrigens hier das Gate auch nur dann angreifen, sozusagen. Sehr schön. Nochmal umgenutzt ein bisschen was. Während wir das Katapult am Start haben, sozusagen. Eieieiei. Und hier kommt nochmal ein bisschen Blocking-Action. Das war von meinem Teammate. Das heißt, er hat mir persönlich jetzt hier gerade nicht unbedingt einen Gefallen getan. Eieieiei. Eine Bombe gesetzt und erstmal weggekommen. Und ich habe jetzt meine ziemlich starke Ability, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind auf jeden Fall goldene Karten. Das sind dann auch legendäre Karten, sozusagen. Eieieiei. Oh, unsichtbar machen. Oh, da haben sie mich geholt. Gucken wir mal ganz kurz in die legendären Karten rein. Wenn ich, umso mehr ich mit meiner Kuh treffe, desto geiler ist es. Wenn ich hinter meinem Gegner bin, mache ich 50% mehr Schaden. Nee, ich möchte Bonus-Giftschaden mit meiner Q, mit meiner Time-Bomb. Ich glaube, darüber generiere ich den meisten Schaden. Und deswegen haue ich die jetzt hier auch mal ganz kurz hin. Würde ich sagen, klingt auf jeden Fall erstmal ganz gut. 10 Sekunden auf meiner Time-Bomb, die haue ich dann noch dem Gegner wieder um die Ohren. Ich hoffe einfach mal, dass wir das Katapult zerstören können, bevor er unseren Core destroyt. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus. Der Sound ist ziemlich nice, finde ich. Das, was die Grafik nicht gut drauf hat, wird durch den Sound auch mal ein bisschen
gepusht, würde ich jetzt einfach mal so spontan sagen. Guck mal hier. Unsichtbar machen gleich, nachdem ich ein bisschen Action rausgehauen habe. Hier ist es jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, wenn ich sterbe. Einfach, weil ich auch gleich relativ schnell wieder am Start bin. Es bewegt sich zwar gerade unser Katapult Richtung Gegner. Da kann ich auch nochmal sehen, wo ich den Schaden eigentlich herbekommen habe. Vom Bogen auf jeden Fall. Und Eckhornman. Eckhornman ist die Cassie. Das ist sozusagen die, die Waldläuferin. Die macht auch richtig guten Schaden. Und ich mache mich jetzt auf den Weg, hier möglichst schnell wieder ranzukommen. In 10 Sekunden ist dann auch meine Crew wieder ready. Das heißt, wenn ich die aktiviere, da habe ich mehr Bonus-Schaden. Die ganzen Karten bekommt man durch Kisten sozusagen. Wenn man das Spiel abgeschlossen hat, dann gibt es Karten über Karten über Karten, die man dann auch customizen kann. Also an sich eine ziemlich coole Sache, finde ich persönlich. Da kam gerade extrem guter Schaden. Da kann man schon mal ein paar... da kann man auf jeden Fall von ein paar Schellen reden. Allerdings gibt es das gegnerische Katapult in 8 Sekunden. Das heißt, sie sind aktuell auf jeden Fall vorne, weil wir immer noch nicht deren zweites Gate kaputt gemacht haben. Und jetzt gucke ich einfach mal, dass ich möglichst schnell am Katapult dran bin. Auf der rechten Seite, ich sehe es jetzt auch gerade. Und ich bin ja eigentlich relativ speedy hier am Start. Und der wusste das hier übrigens gerade irgendwie schon. Unsere Cassie, dass hier das Katapult kommt. Ich werde mal aufmounten, ich möchte jetzt nicht wieder gesnackt werden hier vom Gegner. Aber noch sieht es ja relativ entspannt aus. 87 Schaden ist halt einfach nichts. Ich weiß nicht, wie viele Hitpoints das Katapult hat. Aber da sind sie schon am Start. Ich werde jetzt versuchen, von hinten ranzugehen. Wenn ich hier nicht festhängen würde. Oh, yeah, Baby. Sehr schön. Da kamen Schellen, würde ich sagen. Auf Mountain. Ich habe nur noch 680 Hitpoints knapp. Und möglichst das Katapult zerstören. Das sollte jetzt oberste Prio haben. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas downgenügt bekommen haben. Aber wenn das Katapult jetzt durchpusht, dann haben wir die Runde auf jeden Fall verloren. Ich kümmere mich mal hier drum. Gehe jetzt ganz kurz in den Teleporter, um jetzt hier nochmal zu deffen. Es sieht erstmal nicht gut aus. Wie gesagt, ich bin fast down und unser Core wird jetzt auch attackiert. Komm, raufhauen. Timebomb kann ich nochmal. Ich kann eine Timebomb nochmal legen. Der Schaden kommt auf jeden Fall. Der Core. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Weil ich würde den Gegner ganz gerne zerfetzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Du kannst mal umkippen, bitte. Im letzten Moment, mein lieber Scholli. Nochmal unsichtbar machen. Hier wurde gerade irgendjemand festgehalten. Den können wir nochmal schön destroyen. Schön ins Gesicht klatschen. So muss es sein, Leute. Also, Paladins habe ich angezockt, als es rauskam. Und kurz danach kam dann halt auch die Overwatch Beta. Die hat dann für mich Prio Number One gehabt. Deswegen habe ich dieses Spiel erstmal nicht mehr angefasst. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht cool ist. Also... Es macht, ich habe vorhin schon 6, 7, 8 Runden gezockt, es macht schon guten Spaß, muss ich sagen. Aber ich weiß halt nicht, was aus dem Game macht. Das muss man ganz ehrlich sagen, es befindet sich noch in der Beta, das kann man auch so sehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da gibt es bestimmt einige Features, die auch, oh, umgenannt, würde ich sagen, sehr schön. Wird wahrscheinlich auch noch viele, viele weitere coole Features geben, die dann irgendwann noch reinkommen. Und ich wurde erstmal ganz, das sah sehr lustig aus gerade, ups, ich wollte nicht nochmal von meinem Mount runter. Weil so eine begrenzte Range, da muss ich auf jeden Fall näher ran. Ich würde gerne aufmounten, dankeschön. Aber wir sprechen gleich nochmal darüber, was ich von diesem Spiel erwarte. Und ob es vielleicht eine schöne Alternative ist für einen Overwatch oder so, was ja auch Geld kosten wird. Ich meine, das wird ein Free-to-Play-Titel sein. Man wird sich wahrscheinlich ähnlich wie bei Smite einkaufen können, was Runen angeht, etc. pp. Und da auch optisch sozusagen ein paar Änderungen. Wird es da auf jeden Fall auch geben, dass man sagt, okay, man hat die kosmetischen Artikel. Das finde ich eigentlich immer relativ okay. Das finde ich eigentlich solide, muss ich sagen. Muss hier ganz schnell weg gerade. Ganz, ganz schnell weg. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst wissen. Aber das ist, glaube ich, mal ein ganz guter Eindruck, den man hier gerade bekommt. Und ich werde hier ein bisschen Schaden machen und werde dann auch gleich mich um den Gegner kümmern. Ich werde mal jetzt schon mal ganz kurz gucken, von wo er kommt. Ah, noch sieht's gut aus. Deswegen setze ich mal ganz kurz meine Bombe und mounte auch jetzt direkt wieder auf. Ich weiß nicht, was der Gegner macht. Noch sehe ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen könnten, den jetzt das Katapult davon abzuhalten, sozusagen. Bei uns durchzupushen. Ich brauche ganz, ganz... Oh, sehr. Die war gut gesetzt, die Wall. Die war mega nice. Komm, haut den Schaden raus hier. Es gibt auch einen anderen Spielmodus, wo man einfach nur Punkte einnehmen muss. Und das Team, das die ersten... Dass die ersten 5 Punkte sozusagen eingenommen hat, hat dann im Endeffekt die Runde gewonnen.
Und das sieht allerdings hier gerade für das gegnerische Team sehr gut aus. Damit haben sie die Runde gewonnen. Und das war einfach mal ein Game, um da ein bisschen reinzugucken. Gucken wir uns das Menü noch ganz kurz an, als auch die Karten, die man freischalten kann und wie das Ganze sozusagen aufgebaut ist. Ihr habt gerade eben gesehen, ich habe einfach nur Karten geholt und mir ausgesucht. Das ist im Endeffekt der Talent-Build für wie aus Heroes of the Storm beispielsweise, wo ihr euch dafür entscheidet, okay, ich möchte jetzt auf meiner Q die Fähigkeit haben, etc. pp. Ich glaube, ihr könnt es euch ganz gut vorstellen. Ich habe einen Radiant Chest bekommen, einfach weil ich aufgelevelt bin. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz zurück, geht ins Vault und dann looten wir einfach mal. Und jetzt kriegen wir Fortification. Es gibt natürlich Karten für die verschiedenen Helden. Das seht ihr jetzt hier gerade in der Mitte. Das heißt, ich mache mal auch noch das nächste auf, beziehungsweise die nächste Truhe. Few Reserves, alles klar. Jetzt machen wir mal eine große auf. Davon haben wir immerhin auch 4 Stück. Das müssen jetzt, glaube ich, 5 Karten sein, wenn mich nicht alles täuscht. Jupp. 5 Karten haben wir am Start und die können wir dann auch einsetzen, wenn ich jetzt im Profil bin. Ihr seht auch übrigens die Levelanzahl. Ein bisschen habe ich gezockt. Wie gesagt, ich habe mich gewundert persönlich, warum ich so viele habe. Wenn ihr mal guckt, ich habe 233 von 283 Karten, obwohl ich, weiß nicht, vielleicht insgesamt 15 Runden gespielt habe seit Anfang November, seitdem es diese Beta sozusagen gibt. Vielleicht gab es auch nochmal für all diejenigen, die von Anfang an dabei waren, ein paar zusätzliche Karten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die alle unterschiedliche Fähigkeiten bzw. Effekte, die ihr dann auch hinterher bauen könnt. Und das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz. Man kann sich ein Deck kreieren. Das heißt, wenn ihr Level 1 seid und die anderen Level, ich weiß jetzt nicht, wann es immer einen Upgrade gab, aber ihr habt jetzt, oder ihr seht jetzt ja auch diese goldenen Karten, gibt es eben auf dem letzten Level, wo ihr das letzte Level abmacht. Klicke ich jetzt hier mal ganz am Ende rein hier bei dem Last Level sozusagen, das Last Level Up. Da habe ich 3 zur Auswahl und hier habe ich noch ein paar, die ich dann sozusagen reinnehmen könnte. So müsste das eigentlich funktionieren. Jo, jetzt habe ich Prey, Double Tap, genauso funktioniert es. Und damit könnt ihr euch im Endeffekt Decks zusammenbauen. Und wenn sie dann noch weiter schön Karten nachbauen und oder nachpacken und auch neue Maps als auch neue Helden, weil davon gibt es nämlich aktuell eben relativ wenige, 9 Stück an der Zahl. Da muss auf jeden Fall noch einiges kommen. Und dann kann ich mir persönlich vorstellen, dass es als Free-to-Play-Titel ein ganz interessantes Ding sein könnte. Und wie ihr ja auch schon in den Kommentaren gelesen habt, der ein oder andere von euch hat sogar angefragt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, die Beta läuft noch, deswegen kann ich da einfach mal reingucken und das war sozusagen mein Game, meine Vorstellung von Paladins, von Hi-Rez Studios, die auch Smite machen und ich hoffe, dass euch dieser Einblick hier gefallen hat. Dann haut den Daumen hoch, stay tuned, das war's, Smoogle und wir sehen uns in der nächsten Episode.